Ja, vor mir steht Frau Marianne Hahnemann-Kühne. Sie ist AfD-Mitglied, im AfD-Bundesvorstand sogar und Bundestagsabgeordnete. Ich wusste ja gar nicht, dass es so nette Bundestagsabgeordnete gibt, Ja, Frau sehen Sie Hahnemann-Kühne. mal. Ja, da sehe ich mal. Frau Hahnemann-Kühne, Gibt es natürlich nur bei der AfD. ach so, ja gut. Ja. Ja, letztens war Ricarda Lang in Hannover. Vor einer Woche. Da sage ich jetzt mal nichts zu. Okay. Ja. Am 8. Oktober machen Sie von der AfD aus in Berlin eine Großdemonstration gegen die, also ich weiß nicht, Nord Stream 2 auf, gegen die Inflation, gegen die wieder Corona-Maßnahmen, Unsinnige und so. Das wird ja ziemlich groß, ich glaube, es wird ziemlich groß werden, ne? Ja, ich hoffe, dass es sehr groß werden wird. Ich hoffe, dass die Bürger sich trauen, auf die Straße zu gehen, weil mit dieser Ampelregierung kann natürlich keiner zufrieden sein, vor allem mit der Politik, die gemacht wird. Sie haben gerade ein paar Beispiele erwähnt. Das ist eine Katastrophe für unsere Wirtschaft, das Ja. ist eine Katastrophe für unsere Energiepolitik, was auch immer damit zusammen. Natürlich auch die weitere Einschränkung der Grundrechte. Also alles zusammen muss die Leute einfach auf die Straße bringen. Und ich glaube, bei vielen ist der Leidensdruck so groß, dass sie das auch tun werden. Ich glaube das auch. Ich glaube, da werden noch ganz andere Leute auf die Straße gehen, die jetzt noch gar Ja. nicht dabei sind, ne? Ja, viele müssen es halt auch erst spüren. Die müssen Ja. erst spüren, wie groß der Druck auf sie wird. Viele merken es jetzt schon an der Tankstelle. Viele werden es dann natürlich an den steigenden Energiekosten bemerken, die wahrscheinlich viele Familien überhaupt nicht mehr stemmen können. Und die Entlastungspakete, die da kommen, das ist ja alles nicht mal ein Tropfen auf den heißen Stein. Wir haben eine tatsächliche groß angekündigte Kindergelderhöhung von 18 € pro Monat, aber tatsächlich nur für die ersten zwei Kinder. Was soll das einer Familie helfen? Ja, da kriegen sie vielleicht kriegen sie nicht mal eine Tankfüllung mittlerweile mehr für. Ja. Und die Leute müssen es erst am eigenen Leib spüren. Diese Regierung hat nichts Gutes, führt nichts Gutes mit ihnen im Schilde. Und dagegen müssen wir aufstehen und wir müssen einfach sagen, unser Deutschland zuerst. Auch Massenarbeitslosigkeit könnte ja Ja, vielleicht kommen, ne? natürlich, das wird sogar kommen. Wir haben allein diese Woche gesehen, wie viele Unternehmen Insolvenz anmelden Ja, mussten, obwohl genau. wir gesehen haben, dass Herr Habeck nicht wirklich was mit diesem Wort anfangen konnte. Es ist ja eine Schande, wenn ein Wirtschaftsminister nicht weiß, was Insolvenz ist. Ja, das ist genauso wie wenn ein Priester nicht weiß, was in der Bibel drinsteht. Und da kann man nur sagen, die Deutschen werden an vielen Stellen von, wir haben das schon öfter gesagt, Idioten regiert. Herr Habeck wusste vor ein paar Jahren nicht mal, was eine Pendlerpauschale ist. Ja. 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 Also es ist eine Katastrophe, welche Inkompetenz da auch mittlerweile in der Regierung sitzt. Und so kann es für Deutschland nicht weitergehen, so darf es nicht weitergehen. Und deswegen müssen die Leute auf die Straßen, deswegen müssen wir mobilisieren. Und viele haben ja auch das Bedürfnis, ihrem Unmut, ihrer Wut Ja. Ausdruck zu verleihen. Und wenn man dann das beschimpft und diese Leute auch noch angreift, weil sie versuchen, ihre Grundrechte einzufordern, dann ist es natürlich Zynismus pur. Und was ganz schlimm ist, dass diese Menschen von Faeser etc. jetzt schon versucht werden, in eine rechtsradikale Ecke zu drücken. Und ich hoffe, dass nicht Teile dieses Infektionsschutzgesetzes, das es wieder jetzt ja eine Neuauflage Ja. gab, dass das nicht dazu benutzt wird, um diese Demonstrationen massiv einzuschränken, um sie massiv zu verhindern. Und ich bitte alle, gebt eurer Wut Ausdruck, geht auf die Straße, geht demonstrieren. Und wir nach dem Motto in Berlin sehen uns hoffentlich am 8. Oktober unter dem Motto Unser Deutschland zuerst. Vielen Ja, Dank. auch in Hannover ist am selben Tag eine Großdemonstration, auch mit bekannten Namen. Vielleicht ähnlich sogar wie in Berlin. Mal schauen, auf jeden Fall beides auf jeden Fall sehr unterstützenswert. Aus meiner Sicht jetzt. Frau Hahnemann-Kühne, kennen Sie eigentlich das größte Gewässer Niedersachsens? Ja, ich glaube, da stehen wir gerade. Das ist das Steinhuder Meer. Also wirklich, ich hatte, glaube ich, noch nie so einen schönen Veranstaltungsort für eine Veranstaltung. Es war sehr schön und wir hatten sogar ein bisschen Glück mit dem Wetter. In Hessen hat es heute geregnet, ja. Aber es war sehr schön hier. Ich bedanke mich nochmal. Und ja, und natürlich als AfD-Mitglied, bitte kommen Sie auf unsere Großdemo am 8. Oktober in Berlin. Es werden sehr, sehr viele tausend Menschen auf die Straße gehen, um für ihre Grundrechte, für ihre Freiheiten, für ihre wirtschaftliche Sicherheit, für ihre Arbeitsplätze, für ihre Familien zu demonstrieren. Also wäre schön, wenn Sie kommen. Die Intensivkapazitäten sind so an vielen Orten jedenfalls ausgereizt oder kurz davor. Und deshalb müssen wir die Pandemiebekämpfung. Novellierung des Pandemiegesetzes. Es wird nicht so wie früher. Das ist eine Attacke auf den Föderalismus.